6.05.2013, RD, ZDF, Deutschlandradio, Beitragsservice Frau Jankova, 50656 Köln. Rundfunkbeitrag, 9 Ziffern. Ich zahle nicht für eure Lügen. Sehr geehrte Frau Jankova, sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen erneut zum Thema Zwangsgebühr für öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nehmen Sie mein Schreiben keineswegs persönlich. Ich kenne Sie nicht und habe nichts gegen Sie. Nur sind Sie in Ihrer Eigenschaft als Mitarbeiterin des Beitragsservice Erfüllungsgehilfe zum einen, aber auch zum anderen vollumfänglich verantwortlich für Ihr Tun. Und Sie erhalten dafür Geld. Leider ist dieser Lohn nicht gerade ehrlich verdient. Denn Sie verletzen als Erfüllungsgehilfe dieser Sender verschiedene nationale und internationale Rechtsnormen, da Sie das Geld beschaffen für diese permanenten unsauberen Handlungen. Und verweisen Sie bitte nicht auf Ihre Vorgesetzten. Das führt regelmäßig zu Diktaturen, wo wir ja fast wieder angekommen sind. Zum einen lehne ich die Zahlung des Rundfunkbeitrages ab, da ich kein TV-Gerät habe und der Haushaltsbeitrag, mit dem die Menschen bestraft werden, die sich der öffentlich-rechtlichen Gehirnwäsche der im Verwaltungsrat befindlichen Parteien entziehen wollen, nicht verfassungskonform ist. Es handelt sich hier keineswegs um einen Rundfunkbeitrag, sondern um eine Zwangsgebühr. Ein Beitrag suggeriert eine Gegenleistung, die hier keineswegs vorliegt. Im Gegenteil. Denn zum anderen lehne ich die Zahlung der Zwangsgebühr auch deswegen ab, weil sie ja nicht liefern, was sie versprechen. Nach dem Rundfunkstaatsvertrag, welcher Staat eigentlich, haben die Sender bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Was ich allerdings feststelle, sind der Transport von Lügen, Halbwahrheiten, grobe Auslassungen, Verschleierungen von Missständen, ja sogar Kriegshetze. Oder wie ist zum Beispiel der aktuelle Artikel auf der ARD-Seite zu verstehen mit der Überschrift Syrien droht Israel? In vollkommener Verdrehung der Tatsachen wird mit allen propagandistischen Mitteln ein Militärschlag eines imperialistischen Landes, welches gegen jede internationale Konvention verstößt, verharmlost. Man versucht dort durch geschickte Wortakrobatik Syrien zum Schuldigen zu stempeln. Und das ist nur ein Beispiel aus Tausenden. Nicht eine der Radionachrichtensendungen, die ich gelegentlich im Auto höre, kommt ohne solche Verdrehungen aus. Eigentlich soll mit den Beiträgen die Pressefreiheit und eine ausgewogene Berichterstattung gewährleistet werden. Die Ausgewogenheit ist jedoch längst Geschichte. Harte Fakten berichtende Redakteure und Journalisten werden in den Sendern mundtot gemacht oder daraus entfernt. Nur weil es dem Kanzleramt oder anderen Kreisen nicht gefällt, was da an schlimmen Dingen berichtet wird. Das ist Gleichschaltung. Das hatten wir schon mal. Dafür zahle ich keinen Euro mehr. Die oberste Aufgabe der Medien, insbesondere vom Volk bezahlter, ist doch angeblich ein Korrektiv zur Staatsmacht zu sein, damit es unter anderem eben keine Diktatur oder Krieg gibt. Habe ich da recht? Normalerweise müssten die Redakteure und Journalisten, ja alle Mitarbeiter der Medien Sturm laufen und alles daran setzen, dass die Lügen der Politiker, die uns an den Abgrund eines Dritten Weltkrieges bringen, entlarvt werden. Nein, man beschäftigt sich mit Pillepalle, wie gefakten Doktorarbeiten, mit teurem Fußball und anderen Spielchen. Ganz im Sinne von Brot und Spiele. Die Bevölkerung wird in Größenordnung auch durch die öffentlich-rechtlichen Sender verdummt, dass einem das kalte Grausen kommt. Wem nützt das? Vielleicht den Kräften, die einen dritten Weltkrieg wollen? Machen Sie Ihre Augen auf und sehen Sie, sonst werden Sie Ihre Augen brauchen, um zu weinen. Frei nach Sartre. Ein neuer Krieg im Nahen Osten kann leicht zum Flächenbrand werden und mit der von Frau Merkel erklärten Staatsräson für Israel und den bereits stationierten Luftabwehrraketen in der Türkei sind wir ganz schnell in einem Krieg Partei. Von einem der größten Kriegstreiber der aktuellen Geschichte. Das ist die falsche Seite. Und mit Krieg endet Demokratie. Ich erwarte von Ihnen, Ihren Vorgesetzten und allen in den öffentlichen Medien Tätigen ein klares Bekenntnis zum Frieden und vollen medialen Einsatz, Objektivität und Zurückhaltung bei der Beurteilung von unklaren Situationen, um kein Öl in brennende Feuer zu gießen. Vorher zahle ich keinen Euro mehr in diese Kasse. Ich berufe mich dabei auf Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Ich zahle nicht für eure Lügen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Und mehr noch für Ihre Aktivität zum Erhalt des Friedens. Freundliche Grüße.